Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal was Besonderes von euch. Und zwar geht es um ein Jubiläum. Denn das lustige Taschenbuch ist 50 Jahre alt geworden. Die erste Folge ist im Jahre 1967 mit dem Titel Der Kolumbus heute erschienen. Der jetzige Titel ist demnach vielleicht doch eher etwas witzlos. Es handelt sich nämlich um die 499 mit dem Titel Der Kolumbus weiter kehrt zurück. Na gut. Was sich die Macher dabei gedacht haben, ist wohl eher fragwürdig, aber ich lese sie nicht mehr, obwohl viele Erwachsene auch immer noch das lustige Taschenbuch lesen. War ja auch schön damals, ne, mit der Taschenlampe unter der Bettdecke oder einfach das Buch mit ins Schwimmbad zu nehmen und dann im Freien zu lesen oder wie auch immer. Jedenfalls war es wohl eine schöne Zeit für alle und die heutige Kinder kennen es natürlich auch noch alle. Ja, jedenfalls hat es das lustige Taschenbuch inzwischen auf gut 500 Bücher gebracht. Wenn man die Sonderausgaben dazu nimmt, auch auf jeden Fall. Und ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video.